Hallo liebe YouTuber, es ist Muttertagswoche. Ich hoffe, sieht man mich mehr nicht zu sehr an, weil es gibt viel zu tun. Aber trotzdem wollte ich doch mal so ein kleines Video noch mal mit euch machen. Ich zeige euch mal den Laden am Donnerstag vor Muttertag und ich zeige euch auch mal, wie die Pfingstrosen bei mir ankommen. Und ja, was es nun schon für Arbeiten gibt. Und morgen gibt es dann Fortsetzungen mit Arbeiten. Also, und ich werde Donnerstagabend bis heute Freitag filmen. Und Samstagmorgen gibt es dann das Video von euch. Entschuldigung, für euch. Aber jetzt bleibt erstmal dran. Willkommen im schönen Königstein und der Bambus treibt hier fleißig und ach, ich glaube, hier seht ihr, das wird ganz toll, aber wir müssen erstmal zu der Kellertreppe. Moment. Viele von euch haben ja eine Engelstrompete bestellt und es gibt immer noch ein paar. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben die Engelstrompeten in etwas größere Töpfe gesetzt. Die sind also schön versorgt und stehen hier auch relativ schattig. Ja, hier gibt es also nur morgens ein bisschen Sonne. Die stehen relativ schattig und können also Blätter bekommen und können sich entwickeln. Und je größer die werden, desto größer sollte natürlich der Topf werden. Wir haben ihnen jetzt frische Erde gegeben. Die ist ja immer vorgedüngt. Und man sieht auch die frischen Blätter, die sind richtig grün und knackig. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht gedüngt. Aber das kommt dann noch, wenn die sich ein bisschen entwickelt haben. Und ich habe eine Engelstrompete, die schon mehr Blätter hat. Unsere Mutterpflanze, die befindet sich noch im Winterschlaf. Aber das ist jetzt eine. Hier sieht man so typisch, wenn die Engelstrompeten dieses Y machen. Das lasse ich im Winter gerne stehen. Entschuldigung, die Kamera. Wenn die dieses Y machen, dann kommen danach auch die, ja, die Blätter und dann auch relativ bald die Knospen. Nee, Knospen haben wir jetzt noch nicht. Aber ist ja erst Mai. Die haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, und dann gehen wir mal vor den Laden. Also was auch immer sehr schön ist, die Glanzmispe. Ich liebe diesen roten Austrieb. Ich liebe diese Farbe. Die geht ja dann später verloren. Ja, unser Bambus nimmt Anlauf. Im Winter sieht er leider so aus. Und dann haben wir auch für Muttertag ja schon schöne Pflanzen geholt. Das ist ja auch was sehr Schönes. Die Buntnesseln, die gehört ja auch so zu meinen Favoriten. Und was ich auch ganz knuffig und toll finde, das sind hier diese Margeritenbüsche, ja, die so richtig knackig sind. Ja, aber jetzt gehen wir mal rein. Da zeige ich euch noch mal mit der kleinen Ladenrundschau. Da zeige ich euch mal ein paar Schönheiten. Das sind jetzt also diese tollen Hortensien, die so schön knackig sind und die so richtig, ja, man sieht auch, man merkt immer, wenn eine Hortensie fest und gut ist, wenn man so drauf fasst und die fühlt sich fast trocken an. Dann sind die auch richtig, richtig toll versorgt und blühen noch lang. Die blauen haben wir schon fast alle verkauft. Ja, hier haben wir, der Kundenwunsch war leuchtende Gestecke. Ich würde sagen, den Kundenwunsch haben wir erfüllt, oder? Und da haben wir also richtig leuchtende, tolle Blumen. Die fand ein anderer Kunde so schön, dass er auch gleich noch gesagt hat, oh, solche Gestecke hätte ich auch gern für meine Feier. Die wurden also gleich nachbestellt. Unsere Grünvorräte, die befinden sich in allen Mulden des Ladens. Ja, dann haben wir hier noch für eine Kommunion, gibt es auch Sträußchen. In Rosetönen waren die gewünscht. So schön mit, auch mit Pfingstrose, mit Fräschenknospen, Rosen, Schleierkraut. Und knuffig, kurz gebunden. Und damit die ganz frisch beim Kunden auf dem Tisch sind, habe ich die extra in andere Gläser rein. Die Gläser für die Veranstaltung, die sind hier in der Kiste drin. Also ich stelle die natürlich noch nicht in das Wasser. Das wird nochmal frisch gemacht. Ja, dann gibt es diesen Muttertag
ganz viele Sträuße, interessanterweise mit Disteln und mit Löwenmaul. Ja, es ist so jetzt eine Blüte, die sehr, sehr oft gewünscht ist. Dieses klassische rundgebundene wie hier haben wir gar nicht so oft. Ja, und dann ist auch viele Blautöne sind mit drin. Hier sehen wir auch wieder die Löwenmäulchen, die schönen Inka-Lilie als Dromerie. Und hier ist ein blaues Limonium, also diese Mini-Statize. Ja, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in den Arbeitsbereich, weil ich muss dringend noch meine Schätzchen auspacken. Ja, hier haben wir auch noch ein paar Gesteckunterlagen für morgen vorbereitet. Das sind die sogenannten Sushis. Die werden morgen weiter bearbeitet. Aber jetzt kommt erst mal mit. Jetzt gehen wir mal rüber. So, ich habe euch ja schon in den letzten beiden Videos habe ich euch schon vorgeschwärmt, wie toll die Pfingstrosen, Moment, ich muss schon mal mein Messer finden, wie toll die Pfingstrosen von Don Peoni sind, aus Unterfranken. Und ich bin total glücklich, dass ich wieder Pfingstrosen auch für Muttertag von Don Peoni bekommen habe. Und es ist immer interessant, die kommen in Papier. Ja, wir leben ja wirklich auch in einer Zeit, in der wir versuchen sollten, Folie zu vermeiden. Und warum in Papier? Also es gibt ja so viele Blumen, die in Folie kommen. Und wir haben so viele gelbe Säcke, die wir füllen mit Folie. Und deswegen finde ich das total super und Bombe, dass die in Papier kommen. Und die kommen so frisch und so knackig hier raus. Guckt mal, wie toll das Laub aussieht. Aber das Laub, das ist jetzt die Sorte Alerti. Und also im Webshop könnt ihr die ja alle bestellen. Und mit dem Rabattcode Margit mit 5% Rabatt. Das wird jetzt leider nicht mehr reichen für Muttertag. Aber ihr könnt ja auch eine Bestellung machen oder einen Gutschein. Und dann sagen, Mutti, die Lieferung ist unterwegs, die Muttertagsüberraschung. Ja, zurück zum Laub. Also das Laub ist super knackig frisch. Und man tendiert eigentlich dazu, dass man denkt, oh, das Laub ist so schön, ich lasse das dran, das ist so hübsch. Und also man könnte das Laub zum Beispiel nehmen, frisch anschneiden, immer einen frischen Anschnitt und könnte das in eine extra Vase stellen. Ja, dann könnte man das für kleine Sträußchen zum Beispiel noch verwenden. Und das könnte man super sinnvoll nutzen. Aber an der Pfingstrose würde ich das nicht so viel Laub lassen, weil ich habe das auch ausprobiert. Die sieht natürlich super knackig dann aus, aber diese Blätter, die nehmen der Pfingstrose zu viel Kraft. Und deswegen lasse ich die oberen Blätter dran und mache auf jeden Fall, ist ganz wichtig, einen schrägen Anschnitt.
habe jetzt also einen großen Eimer mit Wasser. Die sind jetzt so schräg, dass ihr die dann nicht mehr seht, gell? Das ist blöd. Da hole ich nochmal eine Vase, weil eigentlich sind so viele, dass ich einen Eimer brauche. Aber fürs Video ist es doof. Moment. Ihr Lieben, zwischen dem Video bin ich jetzt extra nochmal in die Natur gegangen, weil ich wollte euch nochmal so einen ganz wichtigen Hinweis in eigener Sache sagen. Und zwar, meine Pfingstrosen, die ich bekommen habe von Don Peony, die waren mit Expressversand gesendet. Das heißt, diese Pfingstrosen, die hatten natürlich ganz knackiges Laub. Da die Pfingstrosen ja keine Wasserversorgung mehr haben, kann es auch sein, wenn die 2 bis 3 Tage unterwegs sind, dass das Laub nicht mehr so knackig ist. Aber das schadet dem Kopf keineswegs. Und ihr müsst dann einfach das Laub, das schon so ein bisschen welk aussieht, ihr müsst das ganze Laub abmachen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, die Pfingstrose in lauwarmes Wasser stellen. Und der Kopf, die Pfingstrose geht wunderbar auf. Und ihr geht einfach in euren Garten, was ich jetzt hier mal gemacht habe. Ich bin jetzt hier nochmal bei Freunden vorbeigelaufen und habe schönes Grün noch geschnitten, um euch einfach die Optionen zu zeigen, was ihr zu der Pfingstrose dazu machen könnt. Und zwar, Moment, ich muss jetzt hier gerade mal kurz zu einer Parkbank. Ja, ihr könnt natürlich eine schöne Konifere abschneiden. So, eine Konifere. Ja, das ist auch schön schwingend. Die hält. Oder ihr nehmt eine Glanzmispel, und Glanzmispel ist natürlich ein Traum. Ganz wichtig, die braucht unbedingt einen schrägen langen, genau hier sieht man es schön, einen schrägen langen Anschnitt, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dazu ist es immer gut, dass ihr nicht die Gartenschere nehmt, sondern ihr nehmt diese schönen kleinen Messerchen und macht damit einen schrägen Anschnitt. Und wenn ihr das alles beachtet, dann werden eure Pfingstrosen euch das danken. Also es ist kein Qualitätsmangel, wenn das Laub der Pfingstrose schlappt. Und wer immer schon auch ab und zu, oh schön die Abendsonne, wie toll, ja, wer immer schon mal in auch Rosen gekauft hat und nicht genügend Laub abgemacht hat zum Beispiel, der weiß, die Blumen schlappen einfach, wenn die zu viel Laub haben. Aber das liegt natürlich auch daran, wenn die an der Pflanze sind, dann können die Pflanzen können natürlich die Köpfe gut versorgen. Aber sobald wir die Blumen abschneiden, müssen wir denen schon ein bisschen Unterstützung geben und Laub abmachen, dass das Wasser, das da ist, dass es alles direkt zum Kopf fließen kann. Und das ist also ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für den Pfingstrosenversand. Und ja, Tipp von mir ist natürlich, wenn ihr eine größere Menge Pfingstrosen habt und ihr sagt, oh, ich hätte die aber gern mit knackigem Laub oder ihr hättet die gern für ein Event oder eine Hochzeit oder so, dann müsst ihr die Express bestellen mit Expressversand. Weil die ihr bei mir gerade jetzt im Video seht, die waren mit Express. Aber trotzdem habe ich auch 2/3 von dem Laub abgemacht, damit das verbleibende Laub gut Wasser ziehen kann und damit es schön bleibt. Aber das war jetzt so ein ganz wichtiger Hinweis, und da bin ich jetzt extra nochmal in die Natur raus, um euch das zu erzählen und um mein Messerchen mitzunehmen und ein bisschen grün zu schneiden. Ja, und ganz wichtig ist, wenn ihr grün schneidet, dann nehmt kein frisch ausgetriebenes Grün, das jetzt so ganz hellgrün, ganz frisch getrieben. Das reizt natürlich, das sieht ganz toll aus. Aber das kann tatsächlich nur an der Pflanze perfekt versorgt werden und nicht, wenn man es abschneidet. Und meistens passiert es dann wirklich, man stellt es in die Vase und es schleppt einfach. Das ist schade, aber es ist so. Naja, aber wir gehen jetzt wieder zurück ins Video und da geht's wieder weiter. Ciao! So, also Problem behoben. Und also man muss auf jeden Fall schönes, frisches Wasser, falls die Pfingstrose ein bisschen, also falls das Laub ein bisschen schlapp sein sollte, dann kann man das Wasser auch lauwarm machen. Aber ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend ist der frische Anschnitt. Ja? Immer Laub abmachen, frisch anschneiden. Und das ist jetzt also das Erste, ja, das Erste, was du mit deinen Pfingstrosen machen solltest, bevor du sie irgendwie weiter verarbeitest. Lass die erst noch mal ein bisschen ziehen und dann wirst du auch super viel Freude haben, weil diese Stiele, die sind wirklich total fest und knackig. Und ja, also Don Peony gibt meinen YouTube-Followern, also euch lieben Followern, 5% Rabatt auf alle eure Bestellungen. Da gibt es auch im Webshop ganz viele verschiedene, ja, Sorten und Pakete, oder ihr könnt auch im Abonnement eure Pfingstrosen bestellen und sagen,
ihr wollt, was ich, alle 2 Wochen hättet ihr gern jetzt in der Pfingstrosenzeit, die ja leider eh viel zu schnell vorbeigeht, hättet ihr gerne eine Lieferung. Und das könnt ihr alles also bestellen. Die sind ja super fix, super serviceorientiert und schicken euch das alles in dieser umweltfreundlichen Verpackung. Also das Laub ist tatsächlich das natürliche Verpackungsmaterial, das wirklich dem Schutz und der Polsterung der Päonien dient. Das finde ich ein nachhaltiger, ein ganz toller Gedanke ist das. Ja, wir haben jetzt hier nach Ladenschluss und ich habe es heute den ganzen Tag nicht geschafft, ein Video zu drehen. Und ich muss sehr viel planen für Muttertag. Wir haben unglaublich viele verschiedene Bestellungen. Wir haben sehr viele verschiedene Straußarten. So, ich habe jetzt hier eine neue Sorte. Die ist ein Tick kräftiger im Rosé. Das ist die Sarah Bernhardt, aber eine tolle Sorte. Wunderschön. Das ist so ein Klassiker unter den Pfingstrosen. Gibt es auch ganz tolle Pflanzen, die Sarah Bernhardt natürlich auch zu bestellen. Wobei Don Peoni versendet euch ja, ich zeige euch die mal in Nahaufnahme. Und also wenn die Pfingstrosen ja hier, wenn die hier ein bisschen weich sind und hier die Blätter schon so anfangen zu klappen, dann wisst ihr auch, dass die sich öffnen, weil oft, es gibt ja zum Teil Pfingstrosen im Angebot, die noch sehr, sehr geschlossen sind. Und dann ist die Chance, dass die in der Vase aufgehen, naja, sag mal, gemischt, also auf jeden Fall, weil die sind dann manchmal einfach zu früh geerntet und es lohnt sich auf jeden Fall Premium-Qualität zu kaufen. Ja, zurück zu meinen Sträußen. Ich habe tatsächlich unglaublich viele Straußbestellungen und ich habe auch unglaublich viele verschiedene Straußbestellungen. Deswegen habe ich sehr viel Planung gemacht, habe auch sehr viel vorbestellt von meinen Blumen und bin also in der Planung im Grunde genommen fertig. Ich stehe jetzt morgen früh um 4 Uhr auf, und um meine Blumen zu kaufen. Das ist jetzt die Sorte Dr. Alexander Fleming. Oh, wow, also da bin ich, boah, da verliebe ich mich schon. Bleiben da welche übrig? Ich befürchte nicht. Ja, und ich stehe um 4 Uhr auf, weil das Problem ist wirklich, der Großmarkt macht um 5 Uhr morgens auf. Und es sind so viele Kollegen schon wahnsinnig früh auf den Beinen im Großmarkt, dass man wirklich sich sputen muss, Ware zu bekommen. Viele Kunden denken immer, es wäre immer alles vorrätig. Nein, es ist tatsächlich, wir sind glücklich, wenn wir die Ware, die wir brauchen, auch bekommen, weil insbesondere seit Corona ist nicht immer alles verfügbar. Im Grunde genommen finde ich, wir sind auch ein bisschen verwöhnt. Ja, wir kommen von einer Zeit, in der immer alles da war. Und man muss das eigentlich auch jetzt mal verstehen, dass nicht immer alles da ist. Es sind auch schwierigere Zeiten. Die Gärtner haben sehr hohe Energiekosten für ihre Gewächshäuser. Und ja, zum Teil, die Transportwege sind teurer. Es gibt auch Gärtner, die leider insolvent wurden durch die Situation. Und von dem her bekommen wir nicht immer alles, was wir gern hätten. Und ich sage dann auch ganz oft zu den Kunden, sagen Sie mir doch bitte einfach eine Alternative. Dann sage ich immer erste Wahl, zweite Wahl, um einfach früh morgens, ich kann ja nicht um 5 Uhr morgens mit dem Kunden telefonieren, um früh morgens eine Entscheidung treffen zu können, was ich dann für die Bestellung von den jeweiligen Kunden nehmen kann. Das ist natürlich alles so ein Erfahrungswert. Mit der Zeit lernt man auch so Dinge zu entscheiden, aber ich muss das so machen. Ja, und morgen wird hier deutlich mehr Trubel sein. Die Mitarbeiter sind jetzt alle schon weg und ich mache jetzt hier noch die Spätschicht und mache alleine noch heute Abend. Aber morgen wird hier produziert, also wird zuerst angeschnitten, dann wird produziert. Und dann wird schon für Samstag, für unsere ganzen Lieferungen und Bestellungen, werden wir die Sträuße machen. Wir haben auch am Sonntag Lieferung. Es ist tatsächlich so, dass von einem Blumenladen sonntags erwartet wird,
Das, so, jetzt kommt die Sorte Mother's Choice. Ach, das wäre eigentlich, Moment, Mother's Choice. Hier ist die schöne Schrift. Vielen Dank, liebe Susanne. Und ja, das zeige ich euch jetzt auch erstmal. Boah, die ist ja toll. Wow, Mother's Choice. Hier seht ihr mal Schönes, was ihr alles selber auch ergattern könnt und was euch der liebe Postbote auch selber ins Haus bringen kann. Ich würde euch empfehlen, probiert es mal aus. Diese wunderschöne Premium-Qualität, das ist echt der Hammer. Und die halten auch ganz toll. Wahnsinn. Ja, zurück zum Thema Öffnungszeiten und Lieferbereitschaft. Also es wird tatsächlich, also ich bin auch Partner vom größten deutschen Blumenlieferservice, bei dem die Floristen die Sträuße binden und selber ausliefern. Und da wird erwartet, dass wir sonntags liefern. Ansonsten muss ich tatsächlich Urlaub beantragen. Das heißt, obwohl ich sonst sonntags Urlaub habe, frei habe, weil ich arbeite ja auch samstags. Und es ist ja auch sehr schön, wenn ich dann mal einen freien Sonntag habe. Das finde ich auch ganz toll. Zumal ich ja auch tagsüber, ja morgens oft einkaufe, tagsüber arbeite und dann abends auch die Videos schneide, die ihr dann gucken könnt. Das heißt, das kann ich natürlich nicht während der Ladenöffnungszeit machen. Ja, und das Muttertag ist dann also der einzige Sonntag im Jahr, an dem wir auch öffnen, aber nur vormittags. Und da wir jetzt so viele Aufträge haben, habe ich tatsächlich auch für Sonntag schon jetzt meine Lieferbereitschaft eingestellt, weil wir haben nur zwei Hände und wenn das Buch voll ist, dann ist das Buch voll und dann kann ich zumindest jetzt für einen Lieferservice nur noch für meine Privatkunden was annehmen, aber auch wirklich nur begrenzt. Ja. So, jetzt mache ich noch meine Pfingstrosen fertig, guck dann, dass ich heimkomme. Wollte eigentlich auch noch ein bisschen was Leckeres zum Essen machen. Und dann geht es morgen in die nächste Runde. Und ich hoffe sehr, 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 dass meine Bestellungen, das ist ja jetzt hier schon echt, boah, es ist eine Sensation. Das ist die Sorte Shirley Temple. Die kommt jetzt auch gleich. Das wird ein Fest, wow. Also ich werde euch viele fertige Sträuße auch gucken, dass ich die filme. Ja, und im Gegensatz zu dieser tollen Bestellung, die so mega super klappt, ganz vielen Dank an Don Peoni, das ist sensationell, bin ich sehr gespannt, ob meine Bestellungen morgen auch so vorrätig sind, wie ich das gern hätte. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Und meine Nerven sind erst beruhigt, wenn ich auf dem Weg vom Großmarkt zum Laden sitze im Auto. Ich habe alles geladen und weiß, ich kann dann die Kundenwünsche entsprechend erfüllen. Drückt mir bitte die Daumen. So, hier haben wir jetzt nochmal eine neue Sorte. Das ist die Sorte Bowl of Cream. Wenn ich mir hier immer so diese gesunden, diese wunderschönen, kräftigen Stiele betrachte von diesen Peonien, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum sind die jetzt so frisch und so kräftig? Zum einen, die haben jetzt natürlich keinen so langen Transportweg hinter sich, wie wenn die aus dem Ausland kommen. Und die werden sehr natürlich behandelt. Und ich zeige euch mal ein Video von Unterfranken, wie dort eben die Felder sauber gehalten werden. Das ist sehr interessant. Da ist also wirklich viel Handarbeit und sehr viel. Das ist umweltverträglich, das ist nachhaltig und das wird dann wirklich von Hand gemacht. Das fand ich auch total interessant.
Und da zeige ich euch nochmal, blende ich nochmal ein, wie das dort geht. Und auf dem Kanal von Don Peoni könnt ihr auch so tolle diese Videos, und wenn es Neuigkeiten gibt, könnt ihr das auch immer sehen. Also es lohnt sich auch, den Kanal von Don Peoni zu abonnieren, um solche News mitzubekommen. Und so ganz nebenbei, boah, jetzt kommt meine persönliche Lieblingssorte. Das ist die Sorte Command Performance. Die habe ich tatsächlich auch schon beim Kunden als Pflanze, hat er die im Garten. Und die, wenn die aufgeht, die ist so gefüllt und blüht riesig groß auf. Und es ist voll mit Blütenblättern. Das ist irre. Ganz, ganz tolle Sorte. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Sorte. Das ist die Sorte Kansas. Also die ganzen Sorten, da könnt ihr immer die Beschreibungen im Webshop sehen. Da steht dann die Blütezeit drin. Vor allem auch bei den Pflanzen ist das ja auch. Da steht die Größe der Blüten drin, ob sie mit oder ohne Duft sind. Natürlich die Farbe der Blüten. Also das alles kann man sich wunderbar aussuchen. Und das ist natürlich auch so eine Idee, mal zu sagen, jetzt zur Blütezeit. Man bestellt sich die mal im Schnitt und guckt sich die an, wie man die findet. Und wenn man die toll findet, kann man sich die später auch als Pflanze bestellen und in den Garten setzen. Das ist natürlich dann ja die Krönung, die Lieblingssorte dann zu bestellen, zu sagen, oh ja, die hätte ich gerne als Pflanze. Und Pflanzen kann man ja dann auch bei Don Peoni bestellen. So ihr Lieben, ich nähere mich jetzt auch mal am Feierabend. Und ich muss gucken, dass ich heute noch ein paar Stunden Schlaf bekomme. Schlaf wird die nächsten Tage rar, aber das ist völlig in Ordnung. Das ist natürlich besser, wie wenn nichts los wäre. Und ich beschwere mich nicht. Ist alles gut. Also, macht's gut. Dann sage ich einfach bis morgen früh. So, guten Morgen vom Großmarkt. So, ich habe es geschafft. Mein Auto ist voll. Es ist jede Mulde voll. Es sind hier Blumen in allen Ecken. Ich habe seitlich hier noch die Blumen, die sind hier so schön in dem Papier eingepackt. Es gibt Blumen in Eimern und die Topfpflanzen müssen natürlich oben drauf, ist ja klar. Und damit die nicht rutschen, habe ich so schöne Anti-Rutschmatten immer auf die Kisten gelegt, damit das auch alles schön stabil ist. Und ich kann euch mal ringsum den Blick zeigen. Hier ist noch ein Strauß, den ich abgeben muss. Dazwischen ist auch noch Frischhaltemittel. Es ist Grünzeug, Pistazie. Es sind Pflanzen. Hier ist ein wunderschöner Margeritenhochstamm. Ein Traum für Muttertag. Und wenn ich hier mal vorsichtig zeige, also es ist alles hier voll mit Rosen, mit Eimern, mit Grün. Es gibt hier noch Hortensien. Und ich glaube, hier hat jetzt keine Maus mehr Platz. Und weil es hier hinten nicht alles reingepasst hat, ist mein Beifahrersitz auch noch mit Rosen voll. Die restlichen Taschen, die müssen hier bei mir so Platz nehmen. Ja, und es ist jetzt gut. Ich bin froh, dass alles drin ist, weil die letzte Mulde belegt ist. Und es geht jetzt zum Laden. Und ich bin gespannt, wie wir das alles schaffen.
Guten Morgen, ihr lieben YouTuber. Ja, jetzt habe ich euch so schön ein Video gemacht. Da habe ich die Blumen angeschnitten alle und habe euch so viel gezeigt. Aber ich habe es tatsächlich nicht mehr geschafft, die Fotos am Muttertag zu machen. Und es waren alle Kunden glücklich, es war alles draußen. Ich mache gerade hier wieder einen anderen Kunden glücklich. Ich bin hier in Kronberg im wunderschönen Schlosspark und darf ihr dieses tolle Blumenarrangement liefern. Und also ich habe euch jetzt viele Pfingstrosensorten im Video gezeigt und habe euch viel erklärt. Und insofern war das jetzt einfach mal ein Vorbereitungsvideo für so einen Tag des großen Ansturms. Und das nächste Mal zeige ich euch wieder ein Werkstück und ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken und ich hoffe, dass ihr euch auch mal so einen Pfingstrosentraum gönnt wie im Video. Habt einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!